So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Nightingale. Weiter geht's mit dem Early Access Titel als Live Let's Play. Ich habe schon mit dem Chat ein bisschen rumprobiert, ausprobiert. Im Grunde genommen habe ich die Folge eigentlich schon gestartet, bis ich dann gemerkt habe, dass ich das ein bisschen anders bauen muss. Und damit ihr euch nicht langweilt, habe ich gesagt, gut, wir starten das Ding nochmal schnell neu, die Baufolge hier, weil das eben eine Baufolge wird. Folgendes, muss ich kurz gucken, wir brauchen das schnell. Und das auch. So, ich habe schon ein bisschen Stein in Auftrag gegeben, Ziegel und Co., weil wir das Ganze brauchen und wir bauen jetzt mit diesen Tudor-Sachen, wie ich das in der letzten Folge auch schon gesagt hatte. Wir werden trotzdem noch Butan-Elemente nehmen, weil sie ganz schön sind, aber sie brauchen noch diese vergoldeten, das ganze vergoldete Zeugs und das super teuer. Ja? Deswegen, so, also. Und die Fundamente, Tudor-Stil, die brauchen Ziegel und Bauholz und die können wir hier anpassen. Ich habe schon ein bisschen abgemessen mit dem Chat. Wir werden das... Jetzt muss ich kurz gucken. So. So werden wir das bauen. Und das Ganze müssen wir dann... Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, hier unten irgendwo versteckt sich wohl... Moment schnell. Ein Element. Da. Da seht ihr, dass wir schon ein bisschen abgemessen haben. Aber wir können hier, das wusste ich gar nicht, wir können R gedrückt halten, dann können wir das Ding nach oben fahren. Und auch mehrere Fundamente aufeinander, ne? Also wenn wir mega hoch wollen. Warte, ich mach mal das schon. So. Wie hoch geht er denn jetzt? So hoch, dass ich nicht gucken kann. Gut, die fahren dann wieder runter. Also, das auf dieser Höhe. Hier. So, also. Die Idee wäre. Jetzt muss ich kurz gucken. Das muss schon auf der richtigen Höhe sein. Das Fundament zu legen. Das ist ja schon sehr schön. Das geht nicht richtig. Nicht so, wie ich will. Kranplätze müssen verdichtet werden. Ich sag's nur. Entschuldigung, was? Also. Nee, das geht nicht. Ich habe es immer von hier, als wir getestet haben, habe ich es von hier aus abgemessen, ne? Also von dieser Höhenordnung hier. Und dann nach vorne. Ihr kennt das Meme nicht? Nein, ich kenne das Meme nicht. Mann, ich will doch nur anständigen Dings, aber das funktioniert nicht so, wie ich will. Doch, weil ich immer an schwierigen Stellen bauen will, ne? Ein bisschen selber schaut. Also. Machen wir mal so. So. Können wir hier nicht. Das ist schlecht. Dann können wir hier schon wieder dran. Ja, und dann sind wir hier nicht richtig. Okay, das funktioniert von der Seite nicht. Und dann starten wir rechts. Also wir starten von hier. Handbuch, das hier,
Was ist das von der Höhe? Kommen wir hier über den Stein drüber? Kommen wir. Wir könnten sogar noch ein bisschen runter. Wir schauen jetzt aber mal schnell, ob er das hier so packt. Also bis hier nach vorne müssen wir nicht. Jetzt hier haben wir hier eine Kante. Würdest du bitte hier dran snappen, da wo ich möchte? Nicht, hallo. Okay. Okay, das geht wieder nicht. Also, andere Idee. Ich habe hier in etwa die Größenordnung, ne? Von der aus ich bauen will. Was ist, wenn wir jetzt gucken, dass wir nicht snappen, aber ich das als Maßstab nehme? Das dürfte gehen. So, das hier als Maßstab zu nehmen. Entschuldigung, ich muss den schnell rausnehmen. Ja, meine Handschuhe sind kaputt, ist alles kaputt, ne? Nicht ganz so hoch. Das wäre bis hier nach vorne. So, weil wir jetzt eine unterschiedliche Höhe haben. Voll spannend. Also warte mal schnell. Wann snappt er? Er snappt jetzt gar nicht, weil wir eine andere Höhe haben. Witzigerweise. Dann was Schönes bauen. So, hier also. Wenn ich jetzt aber von hier dicke nach oben gehe, dann packt er den nicht mehr. Ist jetzt aber zu hoch. Na gut, also. Kann ich den von hier? Mein Gott. Okay, das hatten wir vorhin, als wir es getestet haben, so den Grundriss schon mal. Der guckt hier unten raus, ne, die Kante. Das ist nicht ganz das, was ich will. Ich will ihn einen kleinen Ticken nach hinten haben, dass die Kante da nicht rausguckt. Dann passt es nämlich auch hier. Ich erkläre es kurz für euch auf YouTube, warum ich das ganze Testen jetzt nicht gezeigt habe. Wir haben eine halbe Stunde getestet, nur fürs Fundament. Das macht ja nicht so Sinn. So. Also. Ich kann den hier eigentlich jetzt... Entschuldigung. Kann den hier jetzt eigentlich rausnehmen? Mit dir? Okay. Entschuldigung. Wir bauen nochmal. Ja. So. Nicht auf dieser Höhe. Sondern wir machen jetzt selber die Höhe. Genau. Etwa so. Also. Ah, jetzt snappt er trotzdem. Warum snappt er jetzt trotzdem? Also, sobald ich hier dran gehe, snappt er. Also, dann machen wir das nach Augenmaß. Das wäre dann etwa so. Gibt das von der Höhe noch? Man würde den Stein gerade nicht sehen. Man würde ihn gerade nicht sehen. Also, darum geht's. Nur darum geht's. So. Ja, bitte. Also. Ich denke, das ist okay, weil so sieht man nicht unten durch. Wir prüfen das schnell. Ich glaube, das ist gerade gut so.
Können wir auf der Seite noch raus? Erstaunlich. Wir könnten hier echt noch... Oh, wie schön. Ja gut, also... Das vielleicht nicht unbedingt. Ja, da ließen sich auch andere Steine noch machen. Da ließe sich wahrscheinlich auch noch ein anderes Fundament drunter setzen, dass es nicht so aufhört. Aber ja, eigentlich ist das doch ganz gut von der Höhenordnung her. Jetzt wollen wir nur kurz gucken, ob es auf der linken Seite auch noch weitergeht. Arbeitest du außerhalb von Twitch und wenn ja, seit wann bist du Architekt? Ich arbeite nur auf YouTube außerhalb von Twitch. Das wird, ja, safe. Er geht hier unten wieder noch, ne? Ja, seht ihr. Ah ja, gar nicht gut. Ich kann mir auch überlegen, diesen Vorsprung einfach zu lassen, ne? Dann ist er einfach da. Dann ist der Vorsprung einfach da. Dann ist das nun mal einfach so. Vielleicht auch ganz gut so. Wir lassen das mal so. Zieh mal schnell hier weiter und gucke, ob wir dafür als Gegenleistung so, ist okay. Ich glaube, das ist okay. Sein, dass wir den gleich noch wegnehmen müssen. Aber ich würde hier schon gerne bis ganz nach vorne können. Befürchte aber, dass er mir den, ja genau, bis hier runter nimmt. Ah, nein. Nein. Hier ist gut, da ist nicht gut. Das wäre wieder so Millimeterarbeit. Nach hinten zu schieben, ne? So alles noch eins nach hinten zu schieben. Das ist natürliche Terrasse, so eine Treppe, kleiner Zaun, zwei Stühle, ein Tisch und fertig. Ich weiß nicht, ob ich... Habe ich... Möglichkeiten. Also du meinst von hier eine Treppe so runter, ne? Gefällt mir nicht. Nein, ich würde es eigentlich schon gerne alles eins schieben. Es wäre wirklich nicht viel. Okay, warte mal schnell.
Schau, der snappt jedes Mal. Also wir nehmen es auf der Seite runter. Bin so pingelig, was so Sachen betrifft. Okay, dadurch würden wir ein bisschen was gewinnen hier. Sind beide möglich? Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Also 3 wird sicher nicht gehen, ja. Genau. Drei würde gehen. Nee, geht glaube ich nie. Ich habe ihn jetzt extra ein bisschen geschoben, also so viel, dass wenn wir die Stellen wieder aneinander machen, dass wir theoretisch hier nicht ganz so weit an der Kante sind. Also, dass er ihn hier nicht so, dass er den nicht mitnimmt hier unten, ne? Wir versuchen es jetzt einfach. Wir lassen den hier hinten noch stehen. Dass ich doch nochmal ummünzen will. Ist hier unten noch einer? Nein. Ich glaube, der guckt auch einfach unten raus, weil er unten dran kommt. Lassen den hinten stehen. Ist gleich dunkel. Lol. So, ich werde wahrscheinlich nicht genug Ziegelsteine haben. Das heißt, wir mal Steine holen gehen. So. Schnell. Nee, das ist zu viel. Ist gut. Ich könnte hier noch Stunden verbringen, aber so ist glaube ich schon okay. Ah! Ha! Haha!
So, was sagt er hier? Geht er hier wieder runter? Ja, nicht gut. Dann bin ich einfach nicht zufrieden. Okay, wir machen es anders. Ich werde ihn nicht so an die Kante kriegen, wie ich das eigentlich gehofft habe. Dass es so schön weit vorne ist, ne? Mit Aussicht und allem. Ich glaube, das liegt nicht drin. Nicht in Gänze. Nicht wirklich. Ah ja, auch der hier, ne? Und der wird unten auch gesehen. Weil dann war es vorhin eigentlich besser. Würde ich behaupten. Oder was meint ihr, Chat? Dann war es vorhin eigentlich besser. Klar, dann haben wir hier zwar nicht zwei. Ja, wir wiederholen so, wie es vorhin war. Ich glaube, es ist besser. Und ich akzeptiere einfach, dass wir halt hier nur einen nach vorne haben und dann eine Öffnung. Oder alternativ, ich schiebe alles ein bisschen rein, dass es nicht ganz so weit vorne ist. Aber wir gehen mal schnell nächtigen. Ich bin schon wieder 20 Minuten dran, das ist furchtbar. Auf YouTube könnt ihr einfach skippen. Skippt einfach. Ich und bauen. Da geht Zeit drauf. Ne, wir lassen es jetzt. Ich akzeptiere das jetzt so, wie wir es hier hatten. Ich glaube, dass das war eigentlich ganz gut. Ich glaube, damit sind wir gut gefahren. Nein, weg damit. Und dann haben wir da vorne halt nur einen. Das ist auch okay. Irgendwann muss ich auch die zeitliche Komponente mit beachten und dann müssen wir es einfach akzeptieren. Warum mag er das nicht machen eigentlich? Der würde ja eigentlich noch passen. Teleportieren uns schnell zurück. Dann stehe ich nämlich wieder oben. Wahrscheinlich hat er den oben dann auch gelöscht, ne? Den hat er ja. Ja, sehr, sehr schade. Aber da bin ich wieder vor der Frage, wenn ich den jetzt noch einen Ticken so rübernehme, würde er dann gehen? Könnten wir dann noch bis hier nach vorne? Das würde halt so viel besser aussehen. Ich habe echt ein Problem. Bitte helfen Sie mir. Na, ich mach das jetzt. Das ist eine verdammte Baufolge. Es steht auch Baufolge dran. Zieh den jetzt noch eins nach rechts. Dann kriegen wir das sauber hin. Bin ich auch zufrieden. Also.
hier auf der gleichen Höhe. Nein. Ja, das ist diese Höhe. Das ist dann etwa so hineingezogen. Weg. Das ist auch schnell weg. Da unten habe ich auch nochmal einen. Muss ich da dran ziehen? Achso, ich muss hier dran ziehen. Dann baut er. Ja, nice. Oh oh, warte mal schnell. Nein, perfekt. Genau so. Genau das. Es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt hier so pingelig bin. Guck noch mal tiefer. Nee, ich glaube, ist gut, oder? Ich glaube, er hat die. Er könnte hier noch mal ein Problem haben mit da zwischendrin, aber da könnten wir Stein reinlegen. Ich könnte übrigens das untere Fundament auch mit Stein versehen und dann Tuto drauflegen, brauche ich nicht ganz so viele Ziegel. So. Hier sind wir jetzt nicht ganz vorne, ne? Du warst dir nicht ganz sicher, ja. Spiegelung und so. Hat sich ein Fehler eingeschlichen. Danke für den Hinweis, Chat. Aber das bedeutet, also hier vorne haben wir jetzt wieder das Problem. Dieses Mal hat er es doch recht richtig. Ja. Florence. Warum? So. Also, leider geht das nicht. Also hier diese Spitze, die können wir nicht brauchen. Weil das ist zu viel des Guten. Klar, es gäbe die Möglichkeit, das jetzt noch ein bisschen nach vorne zu ziehen. Das wäre an allen Stellen möglich. Außer hier. In der Theorie, wenn ich es noch ein bisschen so rüberziehe und dann nach vorne, dann könnte ich diese Ecke brauchen. Aber das ist so eine Sache. Ich meine, das ist so eine Sache. Ja, das war klar. Ich wollte es aber trotzdem schnell ausprobieren, falls es eben doch nicht klar wäre.
Also. Ich würde sagen, ich kann jetzt noch 1000 Jahre damit vertrödeln, das nochmal ein bisschen hier zu schieben und da zu schieben und was weiß ich alles. Aber theoretisch ist es eigentlich auf der Flussseite, also da wo der Wasserfall ist, da wo ich es haben will. Na, also ich will es nah am Wasser haben, dass wenn man hier rausguckt, dass man schön, ne, das Ganze sieht. Also hier. Dass man, wenn man hier oben steht und guckt, sieht man den Wasserfall. Und ich denke, das ist gelungen. Oh, jetzt habe ich wieder eine neue Idee. Oh nö. Meine Idee ist jetzt, dass ich das noch einen Ticken höher setze, dass ich das Fundament auf der Höhe noch machen kann, dass ich hier eine tiefe Stelle mache, wo man von hier unten dann gucken kann. Hm. Ah, das wäre ein Höhenunterschied. Du willst doch nur vom Fenster aus angeln können, ja. Ist der Aufwand nicht wert? Ich weiß nicht. Wie hoch, ab wann nimmt er eigentlich ein zweites Fundament? Ich glaube, er braucht doch schon recht viel, ne? Also das ist ein Block. Magst du mir schnell zeigen, da war er den zweiten. Aber jetzt nimmt er den zweiten. Das ist ein Block. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Weil ich müsste dann... Also hier, wenn ich es oben drauf mache, sieht man es eigentlich, ne? Ich müsste den ein bisschen runternehmen. Bis hierhin. Das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Weil ich müsste es auf der Höhe machen, ne? Also das ist diese Höhe. Das wären die zwei. Das ist die Hälfte eines Blockes. Und dann würde das Gebäude, glaube ich, ein bisschen sehr wenig... Also es sieht dann, glaube ich, ein bisschen nach zu hoch aus. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Ein Block ist zu groß. Nein, das ist, glaube ich, schon gut so. Habe ich das getestet? Ob ich hier noch einen reinkriege? Oh ja. Bist du wieder? Danke. Ist noch schnell die Beeren auf der 6. Ja, das ist doch eine schöne Wand. Eine schöne Front. Wie gesagt, ich könnte da noch 1000 Mal hin und her schieben, aber ich glaube, so passt das. Also. Das sind halt schon 66 Ziegel. Wenn ich Fläche auf zu niedriger Ebene. Für hier vorne, du meinst, dass es gar nicht so gut aussieht, weil der Block zu hoch ist und dann wie hier zu wenig, also es ist für eine Treppe zu tief, ja. Ja, wir müssten hier den ganzen Bereich nehmen und den tief setzen, dann würde es gehen, aber dann ist die andere Stelle zu hoch. Die Fundamente sind einfach zu groß. Also ab dem Punkt halt zu groß. Wenn die Fundamente halb so groß wären, könnte man da noch ein bisschen rumspielen.
Okay, wollen wir? Ich würde sagen, das ist das Fundament gut. Wir haben den Ausblick. Wir haben den Durchblick. Ja. Ich will kurz gucken, wie es von weiter weg aussieht. Die Fundamente sind halt Würfel, ja. Sind Würfel. Aber das ist das, was ich meine, wenn es halt Rechtecke wären oder sie halt, also es wären halt kleinere Würfel. Nein, das ist gut. Das sieht von unten eigentlich gut aus. Das ist nicht zu weit vorne gebaut. Das machen wir. So, ich muss was kochen, ansonsten hungert mein Charakter. Die Baufolge wird wahrscheinlich sicher 2 Stunden dauern oder so. Jetzt haben wir doch nur 1/2 Stunde gebraucht fürs Fundament, obwohl ich schon 1/2 Stunde getestet habe, wie ich das mit dem Fundament machen will. Also wenn das nachher nicht schön aussieht, werde ich aber sauer. Mächtig sauer. So. Ja, da ist wieder wertvolles Holz drin. Man kennt sie, meine gute Kollegin. Die immer überall das Holz, die Sachen reinschmeißt. Die kennt nix, die Dame. Ist ihr alles scheißegal. Ja, braten sie. Währenddessen geht hier mal schnell die Bretter und Co. hinsetzen. So, das wird jetzt dauern. Wir kommen! Wir laufen! Florence! Schön, dass Sie dabei sind. Also. Gut, ich brauche noch sehr, sehr viele Ziegel. Du musst schon zu mir kommen, Madame. Wir bauen hier. Ich weiß nicht, was du da trödelst. Ja, besser ist. Geh mir das mal, danke. Ah, so sehen die Fundamente aus. Das sieht ja gut aus. Also die Ziegel-Dings sehen ja richtig gut aus, aber... Das Holz nicht so, ne? Oder sieht das gut aus? Wahrscheinlich schon. Komm an. Doch, das ist okay. Für den Preis ist das okay. In dem Spiel ist eh alles viel zu teuer. Kann man sich glücklich schätzen. So, gönn dir mal dieses Fleisch. Ich guck mal schnell, ob wir nicht irgendwo noch Stein drin haben per Zufall. Oder ob ich jetzt echt losziehen muss. Wahrscheinlich nicht losziehen. Macht das Fundament, aber jetzt von der Landseite L-förmig oder nur einen riesigen Block. Also du meinst, dass ich hier noch ein bisschen was reinnehme? Können wir? Also L-förmig, wie meinst du L-förmig? Also ich will es so nicht lassen. Also wir lassen die ganze Linie nicht. Ich hatte eigentlich vor, dass ich hier schon noch so einen kleinen Stein aus Dings mache und da vielleicht noch so ein, also etwas vorne hin mache. Oder dass ich hier noch eins nach vorne ziehe und hier noch eins nach vorne ziehe und dann so eine kleine Eingangshalle mache. Ja, dann nach rechts und links ein Fenster haben. Nicht, dass es einfach nur eine Wand ist, ansonsten sieht es aus wie ein Block. Das ist kacke. Weil hier haben wir gerade so ein bisschen kantig drin, ganz natürlich. Oh, das da unten könnte ich eigentlich aus Stein machen, ne? Könnte ich. Florence, tu mir einen Gefallen und rüste mal die Spitzhacke aus. Wir müssen Stein holen. Wo ich das Gefühl habe, dass sie wieder nichts macht und ich wieder die ganze Arbeit. Ist, was mir aber gerade auffällt, ich brauche nur noch einen einzigen Schlag, um dieses ganze Stein auseinanderzunehmen. Wisst ihr, was mir auffällt? Ich habe gerade gelogen. Ich brauche mehr als einen Schlag, um gewisse Steine auseinanderzunehmen.
ermöglicht, dieser nächste. Auf der rechten Seite halt noch ein bisschen länger, 2-3 Blöcke und links vielleicht eine Blöcke breiter statt 4. Also du meinst, dass wir da, wo die Tür hinkommt, wie in eine Eingangshalle haben? Oder habe ich dich jetzt missverstanden und die Idee ist, wie ich dich missverstanden habe, vielleicht sogar noch schöner? Ich zeig gleich, wie ich verstanden habe, wie du es meintest. Aber ich glaube nicht, dass du es so gemeint hast, wie ich es verstanden habe. Hey, Wildschweine. Ich will nichts von euch. Lass mich in Ruhe, bitte. Du kannst mich angreifen, aber du stirbst beim Versuch. Okay, Florence ist schon dran. Entschuldigung. Auf der anderen Seite brauche ich das Leder, weil die Wände auch Leder brauchen. Ne, ich denke, das kommt gut da. Dem hätte es schwierig, mir einen Chat zu erklären. Weiß ich. Ich glaube, es ist allgemein schwierig, etwas zu erklären. Nicht nur im Chat. Cool, dankeschön für den Sub. Danke für den 50 €. So, Steinpulver. Jo. Also ich dachte mir, wir könnten auf der Seite ein bisschen rein und auf der Seite ein bisschen rein und hier einen Eingang machen. Oder wir machen einfach hier so einen kleinen Bereich, ne? Und dann machen wir hier eine Tür und dann kann man von hier rein. Oder du meintest, glaube ich, auf der rechten Seite noch ein bisschen länger. Also hier noch so bis hierhin. Was eigentlich voll gut ist. Warte, wir bauen es mal. Das ist wahrscheinlich das, was du meintest. So. Hätte ich jetzt gesagt. Ja? Und links ein bisschen länger, 2-3 Blöcke. Links vielleicht 3 Blöcke breit reduzieren. Aha, und du meinst hier noch die rausnehmen, die 4 zum Beispiel. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt da noch was raus... Obwohl, das ist schon 4 breit, ne? Achso, das sind... Achso, die geht ein bisschen raus. Ach so meinst du, ja. Dann müsste ich hier sogar noch ein bisschen länger. Das Ding ist halt, ich will eigentlich möglichst viel draufbauen, hier. Weil der Plan ist, dass das Stein möglichst bedeckt ist, ne? Das ist zumindest mein Plan. Ich nehme es mal schnell weg und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Weil der ja theoretisch... Also sagen wir mal, wir nehmen die hier weg. Lassen wir die hier noch drin. Und da vielleicht noch 2 dazu, ne?
hier nochmal schnell zwei dazu. Das geht von der Höhe aber ganz knapp. Das Grün wird wahrscheinlich drinnen sehen. Na, wir lassen es mal so. Gucken mal. Ich kann das Fundament hier nochmal wegnehmen. Auch wenn es fertig gebaut ist. Wie viele Ziegel kriegen wir eigentlich daraus? 24. Glaube ich sicher noch irgendwie 60 oder so, ne? 96. 60 wäre ja schön. Also gut, wir müssen halt Steine. Es ist eine Baufarmfolge. Das Spiel verlangt halt auch ziemlich viel Ressourcen, ne? Wird das Fundament eigentlich aus Stein oder Steinblöcken gebaut? Was hatte ich jetzt eigentlich nochmal gekriegt? Okay. Ja, Florence hatte ja auch noch was dabei, ne? Ist nicht die Welt, aber immerhin. Ja, die Anzahl an das, was man alles an Ressourcen mit, also was man alles braucht, das müssen sie nochmal ändern. Da müssen sie runter, aber ganz dringend. Die Menge an Resis. Oder dass es eine gute Methode gibt, wie man an die Ressourcen noch zusätzlich rankommt. Wir hatten sie in der letzten Folge ja schon besprochen mit den Anzahl an Barren, wenn man da ein richtig schönes Haus machen will. Und mit dem Argument zu kommen, ja, in der echten Welt ist das aber auch so, dass dieses viele Ressourcen... Ja, aber die echte Welt ist nicht magisch. Eine Terrasse machen, ja. Oh ja, das ist eine gute Idee. An der einen Stelle an der Ecke, ja. Das finde ich schön. Dann ist das Stein ist bedeckt, aber es, das Gebäude sieht nicht so fett aus, weil es halt eine Terrasse ist. Das probieren wir aus, das ist eine gute Idee. Das mag ich. Ein schönes Haus, das bauen wir. So, damit gehen wir zurück. Kälberholz, 108. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, dass wir auf der Seite eine Terrasse machen. Aber nehme ich dann trotzdem noch mal ein paar Steine? Ja. Ey, wir müssen trotzdem noch mal los. Es kostet einfach unfassbar viel Stein. Also Ziegel. Stein. Aber ich glaube, die Ziegelsteine brauchen wir wirklich nur für den Boden. Nachher können wir mit dem Holz arbeiten, das wir schon so fleißig gesammelt haben. Ich gehe mal an der Küste. Ich glaube, da gibt es einige Felsen an der Küste. Ja, deswegen ist es betitelt mit einer Baufolge, für die Leute, die das nicht so spannend finden. Das beißt sich eigentlich auch ein bisschen, ne? Ich mache so Sachen wahnsinnig gerne, aber ich glaube, es ist nicht so Let's Play-tauglich.
Hier nochmal ordentlich Felsen. Let's go. Florence wäre ja eine große Hilfe, aber die ist, glaube ich, damit beschäftigt, mir nachzulaufen, statt dass sie das abbauen. Müsste man vielleicht auch noch anders programmieren. So direkte Befehle wären ganz gut, ne? Wie man sagt, Stein abbauen. Dann geht sie los und baut Steine ab. Richtig selbstständig. Bist du mal so frei und magst mir schnell die Steine? Okay. Apropos Holz. Naja, ich müsste eigentlich, wenn die hier ein bisschen bauen sind, bin hier vor. Nein. Ja, die Sachen schieben wir mal schnell hier rein. Aber als Packesel ist sie super. Was mit dem Blumenbeet? Wächst da was? Ja, da kann was wachsen. Da kann was wachsen. Aber man muss... Also ich habe sie nochmal abgerissen und neu gebaut und seit da ging's. Habe aber jetzt nichts mehr angepflanzt gehabt. Kommen Sie mit, Ma'am? Hatte ich dir nicht mehr Bauholz gegeben? Hast du das jetzt wieder hier beim Feuer reingemacht? Ja, nicht anzünden. Ich will wissen, was da drin ist. Ja, so wie hier. Nicht anzünden. Ich will wissen, was... Ups. Wo sehe ich, was drin ist? Warum kann ich es nicht? Ich kann's. Oh, Florence! Florence! Warum? Ja. Brennstoff hinzufügen. Die hat wirklich Bauholz hier reingemacht, ne? Wie kann ich... Nein, ich will das Brennstoff... Ich will das rausnehmen, Spiel. Ich will den Brennstoff rausnehmen. Warum darf ich den Brennstoff nicht rausnehmen, den Florence da jedes Mal reinmacht? Ach, so eine Troller. Das ist so eine... Das ist so eine Kuh manchmal, ne? Abreißen? Ja, vielleicht kommt es dann raus. Weißt du was? Frag das jetzt. Ich geb dir exakt 100. Also, wir entfernen das jetzt.
Danke für den Hinweis, Chat, dass man so darauf zuweisen kann. Ich lasse ihn einfach abgerissen, ich muss eh alles schieben. Oh, geht sie mir auf die Nerven. Oh, Alter, geht sie mir auf die Nerven. Warum? Warum macht sie das? Gibt ihr kein Bauholz? Naja, ich muss ihr Bauholz geben. Sie soll das ja für mich transportieren. Okay. Für sie ist das halt Holz. Sie ist halt ein bisschen dumm. Entschuldigung, dass ich sage. Ja, ich weiß, dass für sie halt Holz ist. Weiß ich schon. Ah, ich muss die Sachen einfach immer wieder rausnehmen. Hier zu ihnen. Laurence? Was trödelst du denn da? Du musst mir helfen. Hallo! Ja, ja, man kann dir das auch nicht sagen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Fällt das, also fällt so etwas beim Testen des Spiels nicht auf? Also meines Erachtens nach müsste so etwas beim Testen des Spiels ja sofort auffallen. Ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwas baust, was Kleineres oder so. Oder dass sie das regelmäßig da reinlegt. Ich glaube auch, dass das eine der ersten Sachen, die geändert wird, weil das ist wirklich anstrengend. Sie hat auch schon wertvolles Eotenholz reingelegt, ne? Die hat einfach wertvolles Eotenholz reingelegt. Und sie dachte, ja, ja, das Holz, ne? Das brennt. Gut, auf der anderen Seite, sie arbeitet ohne Bezahlung für mich. Weiß ich jetzt nicht. Da kann man das ja in Kauf nehmen, ne? Sie macht das nicht nur bei einem zu Hause, sondern auch bei Random Feuer. Ja, auch wieder wach. Aber trotzdem arbeitet sie kostenlos für mich. Obwohl manchmal ist Arbeiten weit übertrieben, würde ich meinen. Wenn sie so in der Gegend rumsteht. Ja, das war ein Stein. Da musst du mit der Spitzhacke draufschlagen. Dann kommt Sandstein raus. Den brauchen wir, um Steinpulver zu machen. Und mit dem Steinpulver machen wir Lehm. Ziegelsteine, meine ich. So funktioniert's, Madame. So, ich hoffe mal, das reicht. Ich würde nämlich gerne die weiteren Gerüste legen. Also wie viel brauche ich eigentlich hier? 2 Steinpulver. Das heißt, wir machen gerade 50. Das wären also dann... Ah, die kann ich auch noch machen. Ah, da kann ich das beides gleichzeitig in Auftrag geben? Nicht, oder? Oh shit, warte mal schnell. Habe ich das jetzt... abgebrochen. Warum habe ich hier mehrere Slots? Achso, ja, wenn ich mehrere Zutaten brauche. Hm. Vielleicht bin ich dumm und gar nicht Florence. Also 25 wären das, ne? Ja, das reicht. Sehr gut. Kann ich mir sogar überlegen, ob ich das da doch noch fertig mache und dann da eine Terrasse reinbaue, ne? Die Terrasse könnten wir auch noch ein bisschen nach außen rausziehen. Na, ich würde sagen, das machen wir. Das sieht schon gut aus. Wenn die Wand noch ein bisschen versetzt ist nach innen und wir da eine kleine Terrasse haben, dann glaube ich, ist das schön. Das glaube ich sehr schön.
Dafür bräuchten wir aber... Wie viel kostet einer? Entschuldigung. 3 Ziegel. Da muss ich noch ein bisschen Stein holen. Nicht mehr viel. Ein bisschen. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel Holz sie schon weggegeben hat, ne? Also im Grunde genommen darf man ihr einfach kein Holz geben. Ich kann mit Holz nicht umgehen. An ihr ist keine Schreinerin verloren gegangen. So sieht's aus. Sie braucht einfach... Die darf das einfach nicht machen. Oh, hi, Wölfe. Guten Tag. Ich brauche ihre Felle. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der Baum mag das nicht. Where to go? Die haben mich angegriffen. Hallo? So, wir kehren zurück. Fundament ist gelegt gleich. 27 baue ich. 4 habe ich noch hinzugefügt. 33. Also 3 noch zusätzlich. Ah ja, stimmt. Bauholz dann wieder. Voraus. Ich überlege gerade was. Was wäre, wenn wir jetzt... primitive Steinböden nehmen, wenn ich hier dran komme. Die setzen wir einfach noch tiefer hier. So dran. Nein, nein, nicht so. Einfach so. Ja. Ein bisschen. Die Idee ist, so noch eine kleine Höhe zu machen, wo wir dann rausziehen, ne, und dann da Sachen drauflegen. Ja, wahrscheinlich geht das nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. So, das letzte Steinpulver bitte noch. Voraus, nein, ich werde laufen! Nimm zu mir! Warte, ich habe eine andere Idee. Warum bin ich dann nicht schon früher darauf gekommen? Wir sind gleich soweit. Das Ziel ist nah.
So. Achso. Jetzt bewegen wir die ganze Truhe mit allem Loot drin. Hierhin. Ja. So. Und dann kann ich alles reinschmeißen, was ich reinmachen muss. Ja. Und wenn ich wieder was transportieren muss, dann transportiere ich es wieder mit der Truhe. Achso, das waren jetzt schon wieder links. Ja, moin. Achso. Ziegel bitte. Ja, jetzt rennt mir Florence wieder nach. Jetzt, wo sie weiß, dass sie nichts zu tun hat. Okay, ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, das ist schön so. Sind da Vögel gerade? Mann, die Vögel sind da. Ich überlege mir auch, auf die Seite eine Terrasse zu machen. Ne? Also hier so zack und hier durchzuziehen. Bis hier. Auf der Seite auch eine Terrasse zu machen und hier einen Eingang. Einige Stunden später. Hören Sie wieder auf, das ist nicht okay. So. Wir haben... Ah ja, warte schnell. Kann ich primitiv ein Geländer auch einfach irgendwo hinsetzen? Nein. Aber wolltest du nicht dein Haus anbauen an den anderen Turm dran? Ja, aber das würde zu groß werden. Ich kann immer noch mit Sandstein hier bauen. Aber ich dachte, ich mache zuerst mal hier ein Herrenhaus oder ein Damenhaus. Je nachdem, wer Herr oder Dame des Hauses ist. Und mach dann vielleicht später da noch was. Das Problem ist, Bauen verschlingt Unsummen an Ressourcen. Und ich dachte mir, ich mache zuerst mal das, was wichtiger ist. Oder wo ich mehr Freude dran habe. Und falls es mich absolut packt, dann werden wir die anderen Sachen auch noch in Angriff nehmen. Ja. Aber zuerst mal das. Zuerst mal das. Also das ist ein schönes Geländer eigentlich. Die könnten wir dann hier so reinmachen. Wisst ihr was? Wir bauen mal schnell das Grundgerüst. Also das wäre so ein Fenster hier. Ja. Das ist so eins mit ne, nach außen gebaut. Aber ich habe keine Wände, die so sind, tatsächlich. Das heißt, das sieht zwar dann schon ganz schön aus, aber irgendwie komisch. Oder? Auf der Seite. Jetzt auf der Seite nicht machen. Magst du schnell mal Bauholz für mich fertig haben? Die Geländer für die Terrasse, ja. Das ist eben die Überlegung. Mache ich hier so ein... Ne? Also ich nehme den... Entschuldigung. Nehme den mal schnell weg. Ich habe eine Idee hier. Warte mal schnell.
ja. Warte. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr das verarbeitet hier dann gleich. Nein, das andere. Sehr interessant. Wie sieht das von außen aus? Das sieht an der Stelle eigentlich verdammt gut aus, oder? Weil er hier ruhig ein bisschen rausgehen darf. Na, das finde ich nice. Sehr schön. Ich würde sagen, wäre gut, wenn die Fenster jetzt vorstehen. Das bricht halt die flache Gefängnisart etc. Scheine von außen. Wir machen mal die Wände und dann gucken wir, ob so ein Gefängnistouch kriegt oder nicht. Ja, mit diesem Boden kriegt es wahrscheinlich diesen Gefängnistouch. Wahrscheinlich hast du recht. Sehen die immer gleich aus? Bin jetzt nicht sicher. Also, dadurch brechen wir. Brechen wir das ein bisschen? Warum sind denn die nicht auf der gleichen Höhe? Ah, das sind wieder diese Fenster. Ich habe die falschen reingemacht. Jetzt nicht mehr so, oder? Jetzt kriegt es einen anderen Charme. Das wird sehr teuer übrigens. Oder nehmen wir hier die Fenster wirklich so nach außen raus?
Chat, sag mal. Diese Sonnenfenster, wo wir noch ein bisschen Spielraum haben, weil er so noch ein bisschen nach außen steht. Eher die oder die normalen? Also ich würde sagen, hier für die Kanten, wo die Terrasse kommt, sicher die normalen. Aber bei den anderen könnt ihr gerne ein bisschen mitentscheiden. Könnt auch eine ganze Front mal so machen, ne? Nur um zu gucken, wie es aussehen würde. Gerade für die hohen Fundamente mal aus. Ja, okay. Mach mal nur die. Weil ich hatte halt gehofft, dass ich auch noch welche habe ohne Fenster. Aber die haben wir nicht, wir haben nur die. Wir machen die mal schnell überall rein. Hier eine Terrasse zum Wasser machen. Ja, ist ja hier, oder? Wieder auch nicht, also wir machen sicher noch einen Stock höher. Ja, ich glaube, das ist schöner. Dadurch, dass hier unten noch Holz ist, hat das einen gewissen Touch. Es hat was. Das macht es irgendwie weniger gefängnismäßig. Ich finde das schon gut. Ja, auch auf der Seite das gleiche Prinzip. An der langen Seite meinst du? Ah, du meinst die Terrasse schieben? Die Terrasse da rein? Dafür dazu? Dass man hier so rausgucken kann? Also dass man eher den Blick in die Richtung hat, statt so ein bisschen in die Richtung. Ich stelle mich gleich mal oben hin, dann gucken wir. Ich find das schöner mit den Sonnendings. Das ist... Ihr habt recht. Sieht besser aus. Deutlich besser aus. Schön, dass gleich auf eine Felswand schauen, ja. Gut, aber wenn du hier stehst... halt einfach so. Ich glaube, es ist gut so. Ich finde das schon okay. Ist ja eben noch anders. Nein, so soll es werden. Das sieht aber komisch aus auf der Seite, oder? Das ist es dann irgendwie nicht. Auf der Seite lassen wir mal. Kombi aus vorstehender Wand und flacher Wand, da müsstest du zwei Wand ein Fenster machen. Denkst du?
Können es probieren. Also das wäre dann theoretisch so. Snickerchen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Die inneren Richtung ist besser, ein bisschen mehr Platz haben. Ja, ich glaube aber, dass wir eh genug Platz haben. Ich glaube, Platz ist nicht so ein Problem. Aber ich lasse es mal so. Nehmen wir das mal so. Den nehmen wir raus. Upsala. Dann machen wir doch schnell so rein. Jetzt habe ich hier doch wieder rein, genau. Ich wechsle die ganze Zeit. Ja? Den hier unten, den. So. Und hier gehört halt auch einfach noch ein Fenster hin. Entschuldigung, aber das muss schon neben der Tür. Muss schon. Also. So, dann Obergeschoss. Ich überhaupt ein komplettes, also hier sollten wir schon Obergeschoss haben. Ich sehe gerade, dass die drehen sich. Warte mal schnell. Du bist falsch. Du auch. Die auch. Die Streben müssen alle in die gleiche Richtung gehen. Wo soll die Treppe hin? Gute Frage. Wahrscheinlich hier. Da
Aber wir haben mehrere Treppen, glaube ich, noch ganz schöne. Was haben wir hier? Das ist eine Wendeltreppe, ne? Aber ihr nein. Oh mein Gott. Hinter mir ist die Wand. Oder halt eben noch keine Wand. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder? Irgendwas stimmt hier nicht bei der Treppe. Dafür brauchen wir Barren. Und zwar verdammt viele. Ah nein, die Barren sind nur für das. Also den gedreht fände ich halt besser, aber der lässt sich irgendwie nicht so drehen. Oder? Was kostet mich denn so viele Barren? Die Türen? Ah, die Türen könnten sein. Zwei pro Tür, ne? Ja. Ist nicht das hier. Also irgendwie packt er das hier nicht richtig. Ich will mal schnell was ausprobieren. Ich kann das Element nicht. Ah, jetzt. Ich kann das nicht wegnehmen. Ah, nee, jetzt ist es weg. Doch, doch. Jetzt ist es richtig, ne? Jetzt haben wir es. Okay. Super. Bin ich das gut? Oder schiebe ich hier noch eins nach. Noch eins rüber? Also eins so nach vorne. Obwohl, das geht nicht. Er rutscht dann immer zwei nach vorne, ne?
Nee, warte mal. Also entfernen wir den. Entfernen wir den. Dann haben wir das eigentlich. Hätte ihn eigentlich, ne, so diese, diese Dings, dass er gerade so gehen würde, aber ich denke, wir haben keine Wahl, wir müssen das so machen. So, damit alle auch gleich aussehen, nehmen wir die schnell raus. ...288 Bauholz, jetzt schon, ne? Wo ist das ganze Bauholz hin? Genommen, Bauholz herstellen. Den bewegen, naja, den lassen wir hier. Ich glaube, ich hatte Stäbe, hatte ich schon ein paar gemacht, oder nicht? Balkenholz, Balkenholz. Ah, ich dachte, das hat aufgehört. So, jetzt brauchen wir noch Balken. Kein anderes Holz reinlegen, dass wir nichts mehr reinlegen kann. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das sind Schindeln. Wo hatten wir denn Stäbe? Den Stab. Wir brauchen nur Bauholz. Warum habe ich denn... Was habe ich denn die anderen gemacht? Okay, wir brauchen noch zwei Barren für die Türen. Stab und Balken. Stäbe und Balken. Ich glaube, Balken waren ja auch einfach. Ah ja, mit Riemen.
Ach, ein Balken. Balken habe ich gemacht, ein paar vorbereitet. So, jetzt bräuchten wir nur noch Stäbe. Das sieht gar nicht so schlecht aus mit dem Vorstehenden hier. Überlege ich mir sogar, ob ich es da nicht auch noch machen will. Die ganze Wand finde ich, Front finde ich super. Na, das wird langsam was, ne? Achso, deswegen, die Stäbe brauche ich dafür. Oder brauchte ich dafür. Die Treppe fertig. Und ich befürchte, wir brauchen tatsächlich noch mehr Holz. Ich gehe mal schnell ein bisschen hacken. Magst du auch schnell einfach ein bisschen hacken. Oh, der ist aber schön, der Baum, den lassen wir. Ich suche ein bisschen die Distanz. Damit wir nicht den schönen Wald in unmittelbarer Umgebung killen. Obwohl eigentlich soll das ja nachwachsen. Oder sogar einfach nachwachsen können. Weil wenn ich den oberen Stockwerk noch machen will. Arbeit, hopp. Ja, dann kämen noch die ganzen Lichter, ne? Die ganzen schönen Lichter. Mitnehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Florence gar nichts macht. Kann das sein, Ma'am? Dass sie gerade faul sind. Sie läuft hin, hackt nicht und dann geht sie wieder. Mann, Mann, Mann. Einmal. Oh. Na, jetzt mal. Sie sieht mir zu beim Arbeiten, ja, so wirkt es. Die gute Florence. So, wir gehen zurück. Ich denke, die Stäbe sind durch. So, Bauholz. Machen Sie mal. Also dann gucken wir gleich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde beim Bauen eigentlich ganz schön, dass man alles schon aufbauen kann.
Was ist hier das Problem? Was fehlt dir? Ah. Hey, schön. War cool. Also, dann schauen wir, wie das hier oben macht. Wenn man hier garantiert das so rein. Ja, shit. Also hier haben wir gar keine Wahl. Das ist völlig klar, dass wir die nochmal machen müssen. Weil ansonsten haben wir da einen Überstand. Das würde dann komisch aussehen. Sieht schon mal schön gemütlich aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Taverne. Eine leere Taverne. Warum geht das nicht? Mach mal da und da einen Stützpfeiler rein. Geht das? Wenn ich hier jetzt versteckten Stützpfeiler reinmache. Weil irgendwie hat er ein Problem, ne? Wegen hier unten. Also das würde sicher gehen, dann würde er helfen. Ja, das akzeptiert er da nicht, weil ich keinen Balken drin habe. Und den Balken kann ich aber hier nicht verstecken, ne? Was ist, wenn ich den einfach schnell provisorisch hier hin mache, oben die Tür und unten wieder wegnehme? Reißt er mir das dann ab? Nein. Okay. Ich würde sagen, den bauen wir da trotzdem rein, weil ich kann ihn jetzt nicht mehr abreißen, glaube ich. Okay, dann sind die alle sauber.
denn hier? Hier hätte ich nichts mehr, ne? Normale Wände, also. Jetzt ist die Frage, ziehen wir hier auch mit Sonnenfenstern durch? Wir drehen das mal. Sieht eigentlich gut aus. Ist eigentlich schön. Wir lassen es nur noch den einen drehen, der ist nämlich falsch. Ja, das wird hier nochmal ordentlich Holz verbraten. Wir haben jetzt halt ultra viele Fenster. Unser Bauholz 112. Bisschen weniger als gedacht. Die Stäbe noch mal machen müssen für das Ding auf der Seite. Und damit haben wir schon mal ordentlich was. Oder mache ich das noch? Nein, das ist von der Größe her gut. Die Frage ist nur, wie ich das mit dem Dach hier regle. Vielleicht kann ich es oben drüber gehen lassen. Gibt's kein... Oh oh. Ja, doch. Kommen hier natürlich die rein. Wir könnten mit so einem Flachdach arbeiten. Das sähe eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Statt dass ich es noch spitzer mache. Unter Umständen hilft uns das auch hier oben dann, indem dass ich einfach überall sage, wir machen einfach an allen Stellen so eins, ne? Ja, hier muss ich halt ein bisschen flexibler arbeiten. Nein, das geht nicht. Unterste Reihe. Ah, hier, ja.
Jetzt fehlt mir aber das Gegenstück. Ah nein, hier. Alternativ habe ich mir überlegt, könnte ich hier eigentlich auch noch, ich kann noch ein Stockwerk drauf machen. Aber ich denke, das ist ein bisschen over the top dann. Ich denke, so ist schon okay, ne? Ich hätte halt an der Stelle noch ein Geschoss oben drauf setzen können, ne? Wo wir vielleicht sogar hier noch drüber gehen. Je nachdem. Und dann da dann noch ein Dach oben drauf setzen und hier dann zumachen. Das würde gehen, aber es wäre vielleicht ein bisschen much. Too much. Nein, ich finde es so gut. Das ist doch, das passt doch. Hi. Aber ich brauche mehr Holz. Noch ein Stockwerk ist Quatsch, weil ich brauche das nicht. So, und das, was jetzt das große Problem ist, das sind die Schindeln. Da muss ich mal kurz gucken, wie wir die Schindeln eigentlich machen. Ein paar Schindeln habe ich, das weiß ich. Hartholz, Schindeln, Stein, okay. Nein. Also was brauche ich noch? 160 Bauholz. Dann Stäbe, Balken und 125 Schindeln. Die Schindeln könnten wir entweder aus Sandstein machen oder aus Holz wohl. Wenn ich das hier abreiße, das ist ja auch Holz, oder nicht? Auf der anderen Seite brauche ich eh so viel Holz. Holz oder Stein? Beliebige Holz- oder Steinressource. Sind das, ist das, zählt das als beliebiger? Wahrscheinlich nicht, ja. Okay. Die Frage ist jetzt, wenn ich die Schindeln da drauf schmeiß, sehen die dann auch unterschiedlich aus? Das wäre noch eine Frage, ne? Ich hätte eine Idee. Wenn wir die hier abreißen und hier unten noch eins weiter raus machen, können wir eine Terrasse machen, wo man von hier direkt drauflaufen kann. Ja. So als offenes Gebiet hier.
würden da normale Fenster reinkommen. Das würde gar nicht so schlecht aussehen. Aber wir brauchen jetzt Holz, ziemlich viel sogar. Ich würde sagen, wir machen wir zuerst mal, ne? Ein bisschen Holz hacken. Ich habe das Gefühl, dass einige Bäume nachgewachsen sind. Für, was hatte ich gesagt? 160 Bauholz, ne? Sind 320 Holz, weil ich brauche zwei für... jeweils ein Bauholz. Aber dafür sieht es schön aus. Sieht nett aus, was du baust. Dankeschön. So, aus einem Baum plus Baumstumpf kriege ich 3 und 9. Also über 10. Sind also 32 Bäume, oder wie? Nein, sind nicht 10. Sind nur 9. Ich hätte mich vorher ausruhen sollen, dann ist die Ausdauer besser gewesen. Es sind wahrscheinlich etwa 60 Bäume. Weil die immer umwerfen aus und abend. Hallöchen. Danke fürs Kompliment. Ja, etwa 60 Bäume. Also das heißt, ich fälle etwa 59 Bäume und Florence einen. Ich denke, das kommt hin. Also wenn ihr den Stumpf noch mitnehmt, ist das recht gut. Ich glaube, je nach Baum... Oh, das waren gerade Pflanzenfasern, die wir gekriegt haben von dem Kletterpflanzen, die den Baum hoch. Oh, oh. Pass auf, dass das Holz nicht verfeuert. Ja, das macht sie leider häufig. Das macht die Dame leider sehr häufig. So, also wir haben jetzt 40 Holzbündel. Ja, mach was. Ich habe dir nicht die Axt gegeben zum blöd rumstehen. Danke. Prima. Ein Schlag. Gratuliere. Ja, sie wollte das Holz aufsammeln. Okay, und ich gebe ihnen das mal. Naja, eine KI müssen sie noch arbeiten. Das ist etwas frustrierend, wenn du die dabei hast. Ich meine, beim Kämpfen ist sie hilfreich, weil sie auch ablenkt, ne? Aber jetzt beim Abbauen merkt man halt einfach, da fehlt noch ein bisschen was. Könnten die Schindeln aus Sandstein machen? Ich glaube, Sandstein gewinne ich schneller. Das reparierende Werkzeug ist immer so teuer oder das gefixte angepasst? Immer noch sauteuer. Also, wenn ich das reparieren will, 156 Essenz. Das wären also 156 Gras, die ich abbauen muss. Das ist ein bisschen sehr viel, finde ich. So, das heißt, ich habe jetzt wieder 50 bei mir. Hier 350, dann gehe ich zweimal los. Inzwischen gehen wir noch schon Stein abbauen, damit wir die Schindel kriegen. Ich muss jetzt gucken, wie viel Sandstein ich mehr brauche für die Schindel. Das wäre vielleicht noch ganz gut.
Das hat funktioniert. Das dürfte nicht funktionieren. Okay. Also 85 Holz habe ich bei mir. Den Baum noch? Wenn du den extra gefällt hast. Das macht sie mal richtig was. Oh gut. So, wir gehen zurück. Ich muss das eh in Auftrag geben. Magst du schon kommen? Bisschen Tempo wieder. Jetzt nehmen wir die weg, bevor du das irgendwo reinschmeißt. So, die 2-Stunden-Folge ist schon... Ja, guck, wie sie da wollte, aber nichts mehr hat. Edge-Badge. Und das heißt, wir kommen schon hier rein. Schmeiß hier das einfach wieder da rein. So. Also für eine Schindel brauche ich 4. Uff. 4. 4 mal. Viermal 125. Ja, 500. 500 Stein. Soll ich das denn herholen? Wollen wir ohne Dach leben? Das ist ja auch alles Stein, ne? Wie viel Stein ist dann ein Primitiver? Sechs Steinblöcke. Ein bisschen was hätten wir ja noch hier. Und die Wand? Auch wieder 4. Ne? Da kommt ein bisschen was zusammen, theoretisch. Gut, es ist einfach eine lange Baufolge. Ich hatte es aber angekündigt, dass es eine lange Baufolge wird, ne? Also steht hier... 3 Stein, etwa 10 raus, ne? Ja, das wird dauern. Aber das ist schon okay. Ich glaube, ich mit Sandstein insgesamt schneller, weil ich habe jetzt schon 31 Sandstein. Als dass ich mit Holz wäre, ne? Also ist es halt ein Schlag, dann geht das Ding kaputt. Ich könnte auch in der Wüstenwelt springen und gucken, was da Phase ist.
Bleiben Sie bitte friedlich und ruhig, Wölfe. Dann passiert Ihnen nichts. Oder halt nicht. Einen Haufen bekommen, wenn du deinen Mitarbeiter zuerst draufhauen lässt und dann direkt danach draufhaust. Ah, man verdoppelt es einfach. Okay. Ja, naja, da bin ich schneller, als wenn ich immer warte, bis sie was macht, ne? Würde ich mal behaupten. Es ist schon echt ein Lahmarsch. Dass wir da hinten noch ordentlich Holz haben, noch Stein haben. Ist hier eigentlich ein perfekter Packesel. Entschuldige wieder. Das wollte ich nicht. Damit ich schon da bin. Du dachtest, dass es auf meiner Insel fast keine mehr gibt. Ah, dann würde ich mir einfach schnell in eine andere Welt gehen. Am Ende nicht. Gehen wir halt schnell in eine Wüstenwelt oder so, dass es Stein gibt. Ja. Aber bislang ist gut. Ja, guckt, 100 haben wir schon. Geht doch ganz fix. Ein Fünftel. Mehr Sinn, wenn sie die Axt hat, weil irgendwie macht sie eh nichts. So. Also sie hat fast 200, 260. Das heißt, die Hälfte haben wir bald. Das wird sie sicher nicht aufnehmen. Ja, Holz dauert halt länger. Aber Holz wächst nach. Das ist wiederum das Schöne. Steine! Ich freue mich über Steine. Es ist halt ein Schlag, dann kriege ich sofort die Ressourcen. Ist zwar ein bisschen weniger als bei Holz, aber weil es halt nur ein Schlag ist, bin ich halt in der Gesamtzone. Einfach schneller.
So. Also wir brauchen fast die gesamten Steine, nur um die verdammten Schindeln zu machen. Ja, da war ich wohl wütend. Ich hab vielleicht den Baum mit abgerissen. Holz. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hatte, beziehungsweise wie viel wir schon haben, ne? Ja, und dann theoretisch noch die Inneneinrichtung und die ganzen Sachen verschieben. Ein paar schöne Regale und Co. Let's go, voraus. Das muss schnell... Ein Schlag! Und dann geht sie! Mann, ist die mühsam. Einmal an die Wand, an den Baum schlagen und dann... Mann, es ist jetzt Zeit für eine Pause. Mein Sandwich. Ich will jetzt mein Sandwich. Naja. Kannst du mal bitte... Hallo. Ma'am. Danke. Okay, 200... doch was. Geht doch was. Diese Arbeit nicht gewohnt, weil sie immer schleppen muss. Vielleicht. So, wir nehmen noch schnell Steine mit. Weil ich hier ein bisschen weiter weg bin, dachte ich mir, ist ganz smart. Dann gehen wir zurück, geben den Schindeln in Auftrag und flitzen nochmal los. Weil das Ding ist, aktuell sind ja keine Schindeln in der Produktionskette. Ich brauche ja eh nochmal etwa 250 Handsteine. Von daher. Ich will eigentlich noch eine Muskete bauen und eine Schrotflinte irgendwann. Oder irgendwas ähnliches. Schrotflinte-ähnliches, ne? So eine etwas längere Muskete. So eine Winchester. Obwohl eine Winchester ist keine Muskete mehr, ne? Die sagt sich auch, er meckert nur über mich und ich muss alles schleppen. Und ich kriege noch nicht mal was dafür. Er darf bei uns wohnen. Verpflegung und Logis. Mehr kriegt sie nicht. Wenn sie noch akkurat Holz hacken würde, dann würde ich sie bezahlen. Revolver ist auch nice, okay. Ja, ich wollte einfach alles mal ein bisschen ausprobieren, so. Das Let's Play dient eigentlich mehr so dem... Warum sage ich so häufig so? Also, das mehr so, weil so. Das Let's Play dient eigentlich mehr dem... dem Anschauen vom Spiel und taugt das was und ne, langfristig, wie ist die Basis. Ich glaube, das ist soweit ganz gut. So, wir reisen zurück. Bevor du... Wo ist sie? Wo bist du? Wo bist du? Florence? Und schon hier. Ich nehme dir gleich das Holz weg. Dass du gar nicht in Versuchung kommst. Dass du gar nicht erst in Versuchung kommst. Ja, da läuft sie schon wieder hin.
Da geht, da wollte ich sie schon wieder reinmachen. Nee, 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 Madame. Nein, nein, nein. Oh Gott. Wer packt das Ganze? Warte mal schnell. Ja, schnell anders. Ich bin immer noch zu voll. Achso. Teile des Daches schon fertig, ja. Die sehen jetzt nicht unterschiedlich aus, ne? Wir können unterschiedliche Ressourcen brauchen, aber die sehen immer gleich aus, gut. Sie will es doch nur warm haben, wenn nicht. Nicht mit mir. Not on my watch. Essen nicht vergessen. Danke. Einen Sandstein haben wir bis jetzt gemacht. Wir gehen mal schnell schlafen. Es ist noch nicht so spät, dass wir wirklich nächtigen könnten. Was bräuchte ich theoretisch für eine zweite? Nur schnell zu wissen. Sägetisch. Das ist so eine, oder? Nee, ist eine verbesserte. Mechanische Zahnräder. Zur Küste runtergehen, machen wir gleich. Florence? Darf ich dich schnell hier durchs Fenster? Durchs Fenster! Bei mir ist auch hier. Komm, ja, 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 schnell zu mir. Schnell, schnell, schnell! Nicht weglaufen! So, können wir schlafen? Nein, ich hatte so sehr gehofft, dass das die Zeit beschleunigt, ne? Bewegen wir das? Ja, gleich sehen, wie viel wir brauchen. Ist eigentlich ganz nett, dass wenn ich überladen bin, einfach die Truhe schnell nehme, ne? Schindeln, Salzstein. Doch, das geht gut.
Ich brauche weniger Holz als gedacht. Kriegen das wieder? Ich will kurz gucken, ob wenn ich schlafe, ob da die Zeit wirklich vergeht. Das wäre ja super, dann hätten wir schon mal 20 Schindeln einfach so in einer Nacht zack durch, ne? Nice! Es sind sogar 25. Die Zahlen sind kompliziert. Test-Item, Kaffee. Cool. Warum haben wir Kaffee? So, wir stellen es schnell auf und dann gucken wir gleich von unten, wie das Haus aussieht vom Hang unten, ja? Hat schon einen Grund, warum ich das hier hochbaue. So, Bauholz ist durch. Hier habe ich total vergessen, Dings zu bauen. Eins Geländer. Also. La 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 la. So sieht's aus von unten. Aber ich bin froh, dass sie doch ein bisschen mehr nach innen gebaut haben, ne? Wir hätten, glaube ich, sogar noch einen Ticken nach innen gehen können, wenn man von hier unten guckt, ne? Doch, doch, das kommt gut. Wenn jetzt an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Feuer ist und so, dann sieht das richtig gemütlich aus. So, wir laufen der Küste entlang. Wir brauchen noch Sandstein, 4 Schindeln, damit das Dach fertig wird. Wahrscheinlich wird es eine 3-Stunden-Folge oder so. Aber hey, Baufolge. Du hast mich angegriffen, das war Notwehr. Deswegen werden die Folgen gelabelt als Baufolge. Ich muss nachher auch mal bei der Beleuchtung gucken, dass wir eigentlich alles haben. Ja, echt viele Leuchten freigeschaltet, ne? Ich könnte ja ein Leuchten- und Lampengeschäft aufmachen, so viel Zeug wie da. Hey, hallo, was heißt hier billige Arbeitskraft? Florence ist gar keine billige Arbeitskraft. Hast du mal gesehen, was die schleppt? Das ist mein Packeselchen. Nennen sie liebevoll auch Ochse. Obwohl man meine Beziehung seit da sich zu ihr irgendwie verschlechtert hat. Ich weiß nicht genau warum. Ich nenne sie Ochse und seit da nennt sie mich Rindvieh. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das liebevoll ist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Bezahle sie nicht, das ist alles. Naja, dann ist sie ja eigentlich nicht billig, sondern dann ist sie eine Gratis-Arbeitskraft. Würde ich jetzt mal sagen.
Gut, ist das zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich kann ja bei uns Nacht nächtigen. Ich weiß, was ich noch ein bisschen vermisse beim Spiel. Also neben all den Sachen, die ich schon gesagt habe. Ich vermisse eigentlich noch ein bisschen, dass wir mehrere Leute anheuern können und einige davon dann zum Beispiel bei uns, das ist so, dass wir einen kleinen Kräutergarten anlegen und dann können die diesen Kräutergarten dann, ne, wenn Zeit vergeht, dann machen die da was. Sie haben schon mal 100 Sandstein, das ist schon mal sehr gut. Zusammen Sachen machen kann. Ja, das geht. Man kann ja Multiplayer spielen. Man könnte vielleicht an der oberen Etage bei den langen Fenstern Front 2, 3 Fenster 1 nach innen verrücken, so überdachten Balkon zu erzeugen, die lange Reihe etwas aufzubrechen. Ich muss mir gleich anschauen, damit ich weiß, was du meinst. Schwer jetzt. Wir haben es gleich. Ja. 80. Wie viel habe ich denn jetzt bei mir? Fast 200. Also komm, ich gebe dir nochmal schnell was, bevor wir zu den Schweinchen rennen. Also 70 bräuchte ich jetzt noch, ne? Obwohl ein paar Schindeln hatten wir noch übrig. Keine Ahnung, 4 oder so. 4x4. Dann sind es nicht mehr ganz 80. 70. 80, 70. Du bekämpfst das Wildschwein, ich baue ab. Arbeitsteile. Ich weiß halt nicht, was mit dem Dach passiert, wenn ich da was wegnehme, ne? Was wir jetzt gebaut haben. Ob die Statik dann sagt, ja, tschüss. Einen Balken links und rechts machen. Obwohl, wenn das kaputt geht, dann dürfte ich die Ressourcen ja eh wieder kriegen, ne? Und ja, wieder hinbauen. Ich glaube, man kriegt das 1:1 wieder. So, wir haben's. Oh, du teleportierst dich nicht mehr an die gleiche Stelle, hä? Weg. Hindern. 100. Go. Ja. Jetzt kommt der X da rein. Ich muss echt mal die Sachen reparieren. Ey, warte, Stäbe. Ne? 10 Stäbe und Bauholz. Na gut, wir gucken zuerst mal oben. Ich nehme an, du meinst, dass wir hier das aufbrechen. Oder vielleicht hier eins raus, also die 4 rausnehmen und dann 4 einzelne reinsetzen. Und dann wirkt das so, als ob hier dann überdacht ist, oder?
Nichts bauen. Lass mich schnell was ausprobieren. Ich finde, das würde eigentlich verdammt gut aussehen, oder nicht? Wir nehmen vielleicht jetzt nicht unbedingt die hier, sondern wir nehmen dann lieber die einzelnen. Was meint ihr? Chatterino? Ich finde es fast schöner als offen. Das ist nur die Frage, macht das einen Unterschied von wie es aussieht? Ja, und zwar, weil man von unten nachher die obere Fensterreihe nicht mehr so komplett durchsieht, ne? Ich denke, das kommt sogar richtig gut. Bleib mal kurz unten, ich bleib mal kurz unten. Die vier Fenster, eins nach innen, hinten. Gut, wir probieren es aus. Uff, was habe ich denn da gemacht? Ah! Oh! Hm. Und die kommen nach innen auch noch. Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wüstendach sieht wahrscheinlich gleich aus, ja. Okay, also dass die nach innen kommen, das ist absolut Quatsch. Das macht das Ganze ja kaputt. Also von innen sieht es ja ganz gut aus, ne? Aber das Dach von außen macht es dann wieder kaputt. Das fällt mir erst jetzt auf, seht ihr das? Ist das arg schlimm von außen? Naja, es geht eigentlich, ne? Ich würde sagen, es geht.
Wir entfernen den mal schnell. Den mal schnell. Den mal schnell. Und den mal schnell. Ist ein Dach kaputt gegangen. Ich habe die Ressourcen gekriegt. Haben wir hier eigentlich noch ein Dach, das vielleicht besser aussieht? Kleines. Nein. Nein. Ja, schade, sehe ich alles zu teuer. Also wir haben halt einfach hier, ne, dann so einen Überschuss. Das ist halt das Ding dann. Eins nach innen. Ich kann die nicht nach innen setzen. Wie will ich die nach innen setzen? Wie soll das denn gehen? Ah, du meinst so eine Eckwand hier? Ja, okay. Hab's verstanden. Und jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem, was wir schon mal hatten. Och Mann, mich nervt, dass das jetzt so rüber guckt hier, ne? Das macht es ja richtig kaputt. Also so wie das dann aussehen. Würde man das auch sehen, wenn ich eine dicke nehme? Ja, die würde man auch oben sehen, sieht man immer. Was meint ihr, Chat? Ist es schlimm, wenn das nach innen reingeht? Ich meine, hier so überdacht hätte ich schon gerne. Vielleicht können wir es kaschieren mit ein paar anderen Sachen. Das ist schon ein bisschen schade. So, ich wollte aber kurz gucken, ob ich hier ein Stützpfeilerchen machen kann. Der dann so tut, als ob er das hier hält. So, dann nehmen wir den wieder weg. Und das oben verschwindet auch. Okay, das ist keine Option dann. Ich müsste unten überall Stützpfeiler machen, wenn ich das machen wollen würde. Können wir das Geländer eigentlich hin? Na, das Geländer käme hier hin. Apropos Geländer. Ja, okay. Alles klar. Ich finde die Idee zu schön, als dass wir es einfach lassen.
Also, das lassen wir jetzt einfach, ne? Da machen wir jetzt kein Dings draus. Klar, ich könnte noch eins nach innen. Also, ich könnte die rausnehmen und die nach innen setzen, aber... Ist jetzt egal. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ist einfach, das Spiel ist noch nicht optimal programmiert. Das ist soweit okay. Oh, lelek, lelek, le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 l
So. Jetzt haben wir hier nicht übermäßig viel Platz. Und ich würde sagen, das ist gut. Ich meine, ich fände es schön, wenn ich jetzt hier, ne, bis nach vorne das brauchen könnte. Aber wir arbeiten halt mit dem, was wir jetzt haben. Geht halt nicht. Das Neue, ja, das ist gut. Das, da hast du das Richtige. Das ist das Richtige. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Idee, Schwensum. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee geworden. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie wir das hier machen. Weil zumachen muss ich es ja trotzdem. Einfach nur danke. Ja, gerne. Freue mich, dass es gefällt. Oh, ich könnte eine kleine Lagerfläche machen eigentlich, oder? Eben, dass wir hier... Oder will ich es so hoch? Ne, wir machen das anders. Warte mal schnell. Wir was ausprobieren. Das wäre das erste Mal, wo ich die wirklich gut brauchen könnte. Nicht Dach. Okay. Ja, hier dran bitte. Schade. Ich glaube, ich mache es trotzdem so. Wir machen es trotzdem so. Dann haben wir da oben theoretisch noch Fläche, was wir, wo wir es lagern können. Na, wenn wir jetzt eine Leiter hätten, die wir bauen könnten, dann würden wir da noch eine Leiter hinklatschen. Das wäre schön, würde gehen. Also, gucken, wie viel Tin wir hier schon haben. Schön. Schön. Will ich noch Holz in Auftrag geben? Ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Bauholz. Ich habe noch. Ist gut geworden. Schön geworden. Von unten gucken, ob die Idee vernünftig war oder ein Reinfall. Gucken wir gleich. Ich glaube nicht, dass es ein Reinfall war. Ich glaube, das sieht von unten äußerst gut aus. Doch, ich glaube, wenn das fertig ist, sieht das gut aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Oder ob ich es wieder wegnehme. Ich glaube, ich nehme es wieder weg. Das alleine reicht, wenn wir das da streichen. Hätte ich jetzt gesagt. Ich fand die Idee eigentlich zu Beginn ganz gut, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so.
Wir lassen das offen. Okay, Balken und Stäbe brauche ich noch. Ach nö. Ah, das sind die Wände. Die kommen unten durch, das gibt's ja nicht. Also, dann muss ich halt die schmal nehmen. Wird kein Weg dran vorbei. Ich wollte eigentlich ein bisschen Platz gewinnen. Dadurch kann ich... Hallo? Danke, Florence, für nichts. So. Also. Wir brauchen also noch Balken und Co. Dafür brauche ich noch Riemen. Riemen hatte ich auf die Seite gelegt, hier drin. Viel zu viele Riemen gemacht. Ah ja, und Stäbe noch, ne? Ich habe nicht genug Holz. Faszinierend. Müssen nochmal Holz holen gehen. Und dann habe ich noch nichts in. Noch nichts eingerichtet, ne? Das noch. Ah, da fehlt ein Dach. Moment mal. Oh nein. Okay. Da wäre eine Wand fast schöner, ne? Ja, eine Wand ist schöner. Ach, Schatz. Wir machen gleich eine Wand dran. Das Spiel besser ist oder immer noch so zäh? Ist immer noch sehr zäh. Der Grind ist immer noch zu hoch. Ja, nur noch die Wand am Ende des Sounds. Die hier meinst du? Austausch mit einem Balkon? Ja, könnte man, aber ich finde das irgendwie schöner so. Obwohl... Wir machen es mal so. Das glaube ich schon besser. Wenn man später oben was draufstellt, sieht es gut aus. Ich denke nicht, dass ich dazu komme, was draufzustellen. Deswegen lasse ich es mal so. Wir machen das mal so rum. Ne, ist besser. Brauche ich noch Stäbe? Noch Stäbe, okay. Ah ja, und das da oben noch, die Ecke. Das heißt, ich brauche nochmal Bauholz. Nochmal Holz. Ich glaube, die Inneneinrichtung, die machen wir ein andermal. Ne?
denke, wir schieben noch alles. Weil wenn ich jetzt noch viel Lampen und Co. farmen gehen muss, das macht nicht so viel Sinn. Ich glaube, wenn ich mich so oder so nochmal auf den Weg mache, ein bisschen upgrade, mehr XP und so. Weil ich denke, allzu viele Folgen gibt es nicht mehr geben. Dann bis noch was Schönes kommt. In die er fällt. So auf spontan. Für den Baum eigentlich stehen, das ist unheimlich schön. Ja, guck mal, wie viele Ärmer. Zwei und so. Total geil. Ich werde doch Florence baut mir den ab. Von allen Dingen, die sie tut. Oder nicht tut. Ah. Weiß nicht, wie viel ich brauche. Nee. Arsch. Kann es sein, dass ich mich verrechnet habe? Okay, Bauholz. Die Stäbe, ne? Ich glaube, ich habe mich bei den Schindeln verrechnet, kann das sein? Oh, das Dach ist fertig. Gut, da habe ich so viel mehr gebaut und geholt und so. Also, Balken, Stab. Balken und ein paar Stäbe. Also, 24 Stäbe. Gut, ich würde sagen, ich schieb schon mal ein paar Sachen. Die Feuerstelle muss ich vor allem wieder aufbauen. Das hier können wir eigentlich abreißen. Fast schon schade, mein altes Zuhause aufzugeben hier, ne? Bin ich ein bisschen wehmütig. Bin ich fast schon ein bisschen wehmütig. So. Wie sieht's hier aus? Okay, ein bisschen noch. Das Spinnrad mal mit. Hier rein. Die Schlafplätze mache ich oben. Das heißt, wir bewegen das Bett. Let's go. Eigentlich ist viel zu groß, ne? Eigentlich könnte ich es noch unterteilen in Zimmer. Das würde besser aussehen, wenn ich es noch ein bisschen in Zimmer unterteilen. Dann nehmen wir den auch noch, die Nähmaschine. Reinkommen können dann direkt die Sachen verarbeiten. Verbesserte Werkbank, warum kann ich dich nicht mitnehmen?
Werkbank kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Ja, du unterstützt das hier, alles klar. Ja. Das ist das Aufwertungs-. Wir müssen wahrscheinlich eh nochmal alles sortieren, weil nicht alles zu allem gehört. Oder? Ja. Da rein. Vielleicht hätte ich die Tür da machen sollen. Naja, ich muss jetzt zurück. Was hatte ich gesagt? Stäbe und Balken, ne? Ich bin so müde, ich kann glaube ich nicht mehr rennen. Ah, ne. Tja, die Schmiede. Schindeln brauchen wir nicht mehr. Bauholz gewöhnliches gut. Schon wieder? Was habe ich denn noch dabei, was so schwer ist? Habe ich einen Stein dabei? Ja. Aber daran liegt es ja nicht. Schnell 10. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich gebraucht habe. 10 Stäbe. Ah, doch 24. Ordentlich Balken, Mann. Ich hatte keine Balken mehr übrig, ne? Viel weniger goldenes Holz, als ich dachte. Gleich wieder. Wo ist die Regenbogenforelle jetzt hin? Also. Wir brauchen. Ich muss eigentlich noch kurz gucken. Stab. Ich habe nämlich keinen Kochtopf mehr. Ich habe den rausgenommen. Erweiterungen? Nein. Verbesserungen. Werbestation. Lagerfeuer. Feuerstelle. Das war die Feuerstelle, die ich hatte, ne? Halte ich für ein bisschen gefährlich, Holz auf Holz, aber okay. Holzbündel. Fällen wir schnell ein Bäumchen. Ein kleines, eins, das nicht auffällt. Wenn du mir in die Axt reinrennst. Entschuldigung. Bist du selber schuld. Ich wollte dich nicht töten. Ah, die Porta muss ich dann ja auch noch umstellen. Aber die muss ich ja irgendwo hinmachen, ne? Könnt hier noch ein bisschen raus und dann könnten wir zwei hier reinstellen. Hier nochmal raus und dann noch zwei rein da. Und hier auch. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Warten. Ich muss nochmal los.
ist. Ärgerlich. Das meiste ist fertig. Ich habe 3 zu wenig gemacht. Noch nicht, hä? Balken? 20 Balken. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Gut. Manchmal ein bisschen verwirrt, weil ich das Gefühl habe, er verbaut viel weniger. Oder mit den Zahlen stimmt das nicht. Oder ich produziere mehr und die kriegen mehr raus. Ist das wie ein Auftrag geben? Weil manchmal stimmen die Zahlen nicht. Und so häufig falsch rechnen werde ich ja wohl nicht. Das ist zumindest offen. Die geben halt auch 3 Holz. Vielleicht sogar die schnellere Methode, um es wirklich zu haben. Ja, bewegen Sie sich bitte ganz runter, danke. Ma'am. Und der Baum will irgendwie nicht fallen, ne? Na jetzt. Das reicht. Es ist schön geworden. Ich finde, es ist schön geworden. Wir haben zwar ewig gebraucht, aber ich bin happy damit. Ja, zuerst Balz. Kann ich die Riemen eigentlich noch schnell hier lassen? Wegen das Steinmetzding. Ich weiß, dass sie schneller wären, wenn wir sie in der Nähe vom Feuer hätten, aber ich kann halt nicht überall Feuer hinmachen. Vielleicht gibt es Lampen, die Wärme geben und dadurch das Ganze ein bisschen in Bewegung bringen. Ich weiß nicht mehr, für was der Topf zuständig war. Viel Schmied? Da, wir haben viel Platz. Enten, den kann ich wirklich irgendwie nicht bewegen. Blasebalg. Okay, das alles einzeln zu transportieren ist natürlich kacke. Auf der anderen Seite könnte ich die ganzen Sachen auch kaputt machen und wieder neu aufbauen hier, ne? Ich bin froh, dass wir die Tudor-Sachen benutzt haben zum Bauen und nicht das andere. Einfacher Schmelzofen. Ja, also du kannst, glaube ich, mittlerweile weg. Die Sachen bewegen wir noch schnell. Auch wenn ich da langsam eigentlich größere Sachen bräuchte. Eine lange Folge. Anglerkorb. Ich frage mich, ob ich das ganze Regal mitnehmen kann mit allen Sachen, die drinstehen, ob die gleich mitkommen. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Schiss, das zu machen. Das
kaputt geht, fallen alle Sachen raus, die drin sind. Ich glaube, wir transportieren sie einzeln. Jeden Koffer einzeln. Hier machen wir mal schnell hier hin. Weißt du was? Der Doggo darf auch schon. Komm mit. Komm mit, Großer. Komm mit. Da ist dein neues Zuhause. Los geht's. So. Ich find's cool, dass man die Sachen wirklich in die Schränke stellen kann, ne? Also das Spiel hat unfassbar viel Potenzial. Wir müssen halt noch ein bisschen schrauben an sehr vielen Sachen, aber das Spiel hat unfassbar viel Potenzial. Ich werde dich nicht mehr machen. Das ist eigentlich so weg bin. Nützliches Regal. In der Tat. Nützliche Regal, komm mal schnell hier am Eingang hin. So. Besser Teil Alchemie. Dafür war der. Wie Potenzial reicht den meisten heutzutage und machen nicht wirklich viel draus. Naja, aber das Spiel wird nicht überleben, wenn sie nicht mehr machen. Wenn da nicht aufgebaut wird, dann. Ja. Außer sie sind auf das schnelle Grab aus, also Cash Grab, indem dass man sagt, ja. Einfach schnell produzieren mit viel Potenzial und dann nicht mehr weiter, weil. Die Leute haben ja schon gekauft. Dann ist es für immer im Early Access Status. Das wäre sehr schade. Weil wie gesagt, ich glaube, dass da wirklich kann man echt was machen. Ja, hier kannst du hoch. Super. Bei der anderen hat er ja noch ein bisschen Probleme. Er gibt mehrere Beispiele von Leuten, die Spiele einfach immer im Early Access gelassen haben. Wo man das Gefühl hatte, okay, da wurde man eigentlich ein bisschen über den Tisch gezogen. Hier ist das Fleisch drin, es kommt dahin. Hier hat die Saat und so drin. Sehr schön. Balken, Balken, Balken. Dafür brauche ich die Riemen. Denen. Gucken wir gleich, wie viel wir eigentlich brauchen. Ich kann auch was mitnehmen, wenn ich eh schon auf dem Weg bin. Nehmen das Regal noch mit. So. Der Hundi geht hoch. Ich wollte schnell gucken, wie viel. Ja, gut. Die Geräuschkulisse kommt ein bisschen später, ne? Ich nehme den Schlafsack trotzdem mit. Falls Harry Potter uns mal besucht, unter der Treppe. Man weiß ja nicht. Eine magische Welt. Ich brauchte eigentlich schon noch ein paar mehr. Lass mal schnell aus den 14 noch was machen. Balken. Eins Tisch. Der eins Tisch kommt hoch. Okay. Und was ist jetzt noch nicht fertig? Wofür brauche ich denn jetzt noch mehr?
das überhaupt die richtige Konstruktion, die ich da oben hingemacht habe? Ich habe nämlich zunehmend das Gefühl, dass das nicht das Richtige ist, was ich da oben hingemacht habe. Ich kann es aber nicht nachprüfen. Also da stimmt ja was nicht, oder? Nehmen wir mal schnell raus. Flachdach. Ja, Mann. Warum haben wir jetzt hier... Seht ihr das? Ist das hier vorne auch so? Das ist ja fast schon schade. Soll ich dann nicht so einen Zacken drauf machen? Ich meine, das Problem ist halt, das Haus wird dann noch höher. Das ist gar nicht mehr so schön dann. Na, das überlege ich mir noch fürs nächste Mal. Also bewegen den mal schnell. Upsala. Noch mit dem Eckdach beenden. Ah, jetzt sieht man es, ne? Jetzt ist so... Jetzt ist es anders. Wand zum Schrägdach und die beiden Seiten zum Eckdach. Ich weiß nicht, was du meinst. So, wir haben fast alles rausgenommen. Ich muss noch einen Stuhl rübernehmen. Dann wird aufgebaut. Vielleicht müssen wir die Ecken sogar noch ein bisschen, also dass wir alles nochmal verteilen. Laurence despawnt, weil sie es kann. Tja, ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Also nicht bewegen und so, sondern schauen, was brauche ich für die ganzen Lampen. Also wir könnten jetzt kurz gucken. Bis am Ende gerade zwei Schrägdächer mit einer Wand dazwischen. Ah, du meinst hier. Ja, warte mal. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das wird wahrscheinlich funktionieren, weil es nicht so auffällt dann, ne? Dann schon hier oben. Hallo? Ah, ist das... Ja, das ist falsch. Entschuldigung. Du meinst so, ne? Und dann machen wir hier den. Den brauchen wir für den Rest noch schieben. Oh ne, ich glaube es geht. Wir ruhen uns aus. Oh, drei.
3 Stunden plus die Baufolge. Holy moly. Was war denn das für ein Tag- und Nachtwechsel? Kein sanfter. Ja, das sieht besser aus. Warte mal. Okay, besser. Dann haben wir hier das gleiche Problem. Korrigieren das auch nochmal fix. Ja, ich muss was essen. Ich weiß, ich weiß. Besser. Gucken wir noch schnell von außen. Wie kommen die denn da rein, Ma'am? Das ist ja komisch, dass wir da auf einmal Balken drin haben. So mysteriös. Wer die da wo reingemacht hat? Hust, hust. Und jetzt haben wir da wieder das gleiche Problem. Ich muss das Dach nochmal schnell wegnehmen und dann wieder ransetzen. Und dann übernimmt er das, so wie es sein soll. Ich kann auch die Wand anklicken und dann macht er das, ja. Aber so wie es aussieht... Sind alle falsch? Ja, das sieht nur so aus. Okay, warte mal. Ich nehme schnell alle raus nochmal. Mach alle nochmal schnell rein. Das Gefühl habe, dass er, wenn er sie neu platziert, das anpasst. Ja, komm jetzt. Jetzt sind die falsch rum dran. Das gibt's ja nicht. Passen sie nämlich zu den Streben. So, jetzt ist sauber. Wunderbar. Einfach nochmal wegnehmen, nochmal neu dran setzen, dann geht das. Ja, und hier überlege ich mir, ob ich vielleicht doch nochmal so eine Erhöhung mache. Auf der anderen Seite ist das hier auch nicht schlecht. Hey, was für ein Zuhause. Mega cool. Bin froh. Da haben wir Zeit investiert, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. So, wie sieht's aus mit den Lichtern? Pressglas, Ätzbach, ne? Das wären schon schöne Lampen. Dafür brauchen wir überall Pressglas. Pressglas, 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 ein Docht und Barren. Kronleuchter.
Pressglas. Pressglas. Dafür bräuchten wir eine Feuerschale. Ja, das haben wir ja, ne? Können wir beides machen. Das heißt, Pressglas können wir herstellen. Dafür bräuchten wir einfach ziemlich viel Quarz. Dann könnten wir die Sachen einrichten. Machen wir aber nicht jetzt. Machen wir in einer anderen Folge. So, dann schauen wir mal schnell. Tische. Wir brauchen hier Stoff und Farbe. Dafür ist es ein sehr schöner Tisch. Stühle. Ja, überschaubar. Regale. Kolossales Regal. Sieht aber gut aus. Ja, jetzt bräuchten wir aber noch ein bisschen mehr Sachen, ne? Das heißt, wir machen uns einfach auf den Weg. Wir können das dann einrichten. Die ganzen Erweiterungen, die ganzen Verbesserungen, Lager. Eine Truhe mit Füßen. Ah ja, die sieht ja gut aus. Aber lohnt sich die auch? Goldbarren. Cool. Also, ich lasse das Alte jetzt trotzdem nochmal schnell stehen. Wir werden die Sachen dann nochmal ein bisschen verschieben natürlich in den nächsten Folgen. Allzu viele wird es aber nicht mehr geben, weil ich glaube, wir haben schon ziemlich viel vom Spiel gesehen. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte einfach mal ein bisschen mich austoben, bautechnisch. Ich glaube, ich bin sehr happy damit. Ich meine, guckt euch das an. Das ist unser Zuhause jetzt. Gut, ist halt wieder ein Zuhause gebaut für zwei Familien, drei. Aber ihr wisst, dass ich einfach gerne baue. Verschiedenen Spielen, egal ob es Valheim ist, Enshrouded, jetzt auch Nightingale. Hier muss ich halt ein bisschen warten, bis wir schöne Bauelemente kriegen. Ich meine, das hier im Vergleich zu das hier, ne? Und das war ja das zweite, was sie freigeschaltet hatten. Naja gut, die Wüstendinge lagen noch dazwischen, das dritte. Also das ist primitiv und dann kam noch Wüstenzeugs und dann das. Okay, von unten sieht es folgendermaßen aus. So sieht es von unten aus. Sehr schön. Da bräuchte es vielleicht noch einen Balken. Mit diesem Ding sieht das auch ganz gut aus. Ja, wenn ich es jetzt von unten betrachte, macht es vielleicht doch mehr Sinn, so eine Bodendings reinzumachen da, ne? Ich finde, es sieht halt von außen. Ich könnte es auch einfach, ich könnte auch beides machen. Dann weiß man halt nicht, dass das zu ist. Hammergeil, echt gut geworden. Hat sich das gelohnt. Ich habe 30 Minuten gebraucht, nur für den verdammten Grundriss. Eigentlich eine Stunde, weil ich ja, das habe ich ja gesagt für die auf YouTube, die 30 Minuten abgezogen habe, wo ich ein bisschen Grundriss getestet habe. Ja, von hier sieht es noch besser aus. Wenn wir jetzt noch Feuer haben an der einen oder anderen Stelle, eine Laterne da und hier, kommt das richtig gut. Ich sehe gerade, dass die Ecke da mit dem Dach ein bisschen komisch ist. So, ich glaube, die Idee mit einem Turm hier, die verwerfe ich mal so halb. Ja, weil ich müsste schon echt viel Sandstein farmen, um das zu machen, glaube ich. Ich hätte schon Lust, aber was brauche ich hier? Ja, Ziegel. Also da bräuchte ich wieder insane viel Ziegel und Steinpulver und so, nur um ein Türmchen zu machen. Was ich aber noch ganz cool fände, ist eine kleine Brücke. Und ich glaube, eine kleine Brücke liegt noch im Rahmen des Machbaren. Also, dass wir zum Beispiel von hier bis darüber eine kleine Brücke machen. Oder wir könnten auch hier starten, weil wir hier so einen schönen Vorgang links haben. Ja. Dass wir da was machen. Das kann ich nämlich auch mit primitiven Elementen lösen, finde ich. Haben wir so Stein? Haben wir so Steindings? Hier ist eine Holzsäule. Haben wir keine Steinsäulen? Okay, das könnte aber knapp werden. Na, wahrscheinlich brauche ich überall auch wieder ein Fundament, ne? Ich glaube, ich kann nicht von Dings zu Dings springen ohne Fundament. Das ist immer über ein Fundament. Ich kann probieren, hier ein Fundament zu legen, da ein Fundament zu legen.
dann zwei hier, die in der Mitte wieder abzureißen, wenn die Verbindung hier steht, und dann gucken, ob ich es miteinander verbinden kann oder nicht. Aber ich befürchte, dass wir immer auf dem Fundament bauen müssen. Ich kann es eigentlich schnell testen. Wenn ich jetzt hier noch eine Platte nach außen bauen kann, brauche ich drunter kein Fundament. Wie viel kann ich dran machen aneinander? Zwei. Dann geht's. Okay, ja, dann geht es. Dann kann ich eigentlich ein Steinfundament machen. Da hoch, da hoch. Zwei Elemente dran bauen. Das dritte Element dann dran bauen, zwei Elemente löschen. Dann ist zwischen dem einen Fundament und dem anderen Fundament sind zwei Plätze offen. Da kann ich eine Dings drüber legen und dann hätten wir eine kleine Brücke. Das geht. Das Einzige, was halt die Frage ist, kann ich das irgendwie schön mit Stein machen? Das wird halt alles so monströs. Haben wir theoretisch bei den Wüstenelementen was Schönes? Wir hätten hier Pfeiler. Aber das würde halt wieder... Ah, die kosten mich Steinblöcke, sehe ich gerade. Was ist mit dem Fundament? Fundament ist auch ein Steinblock. Ah, dann machen wir es vielleicht doch damit. Kurz was ausprobieren. Jetzt haben wir hier ein Obergeschoss. Könnte ich daran... Da ja, hier nein. Das heißt, ich kann das nicht runter machen. Ja, wahrscheinlich läuft es daraus hinaus, dass wir es ein bisschen anders gestalten müssen. Ich kann ein Fundament... Ich könnte ein bisschen mogeln, indem dass ich ein Fundament in den Boden hineinsetze. Also im Sinne von, ich setze hier einen rein, ne? Und dann setze ich da einen rein. Und dann kann ich den löschen. Dann hätte ich die Möglichkeit, hier so ein bisschen mogelmäßig die dann draufzustellen, ne? Das würde danach aussehen, als ob die da stehen. Dann kann ich einen Torbogen oben drauf setzen. Ja. Das gleiche könnten wir ein bisschen weiter vorne dann auch nochmal machen. Dann kann ich hier in die Richtung und die Richtung eine Platte setzen. Und hier nochmal ein Fundament dran. Geht das? Nein, das müsste ich dann tatsächlich... Warte mal schnell. Ja, ich müsste das Fundament... Ich muss es hochsetzen, dann muss ich es rübernehmen, dann muss ich die mittleren löschen. Muss ich die mittleren wieder löschen und dann kann ich... Das geht. Also. Komm, die Folge dauert eh schon ewig. Ich demonstriere das schnell. Das würde dann so aussehen. Ach, Entschuldige. Ich habe jetzt natürlich die Höhe nicht, ne? Also ich habe die Höhe jetzt verfehlt. So, dann nehmen wir die raus. Ja? Dann können wir jetzt den auch noch. Also die Idee wäre dann von hier noch eins weiter. Ja, also hier so. So. Das wäre dann so. Also. So, und hier ließen sich zum Beispiel zwei Abstände machen, ne? Wenn ich das ein bisschen höher setze oder hier den nächsten ansetze, das ginge ja auch. Gleich so. So. Ich könnte den unteren Teil natürlich auch lassen. Also wir könnten einfach ein fettes Fundament dran setzen, kostet ja eh nur Stein.
Oh shit, ich verhungere gerade, ne? Ich wollte gerade Beeren essen! Ich war was im Zeigen! Verhungert beim Bauen. Ziemlich kacke. Dafür habe ich eigentlich so extra gekocht, ne? Ja, sowas. Slice, dankeschön, Mann, für den Sub. Dankeschön für den Support. Gerne alles nehmen, dann. Also. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Lass mal schnell so. Ja, so. Reinkriegen, genau. Ja, auch. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen gemogelt. Aber das Spiel hat das akzeptiert, wie ihr seht, ne? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich einen Ticken höher bin, dass wir hier sauber drauf kommen. Dass wir dann hier so sauber drüber. Und dann könnten wir noch... Ja, dafür musste ich, glaube ich, nochmal eine Wüstenwelt besuchen. Obwohl, ich kann auch einfach andere Elemente nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal schnell die hier. Ne? Würde gehen. Wir könnten also hier dann... So, zack. Tada! Unsere Brücke. Und sie würde unten auch noch ganz gut aussehen. Ich vermute sogar, dass ich hier in den Boden noch reinsetzen könnte, den verstecken könnte und dann nur mit denen arbeiten. Die Brücke würde dann einigermaßen gut aussehen. Das Einzige, was halt fehlt, ist Stützelemente. Also von hier so rüber und hier so rüber. Ne? Das ist halt das Einzige, was dann komisch aussieht. Aber ansonsten würde es gehen. Ansonsten, glaube ich, kommt das gut. Das wäre das nächste kleine Bauprojekt. Aber ich glaube, dieses Bauprojekt kombinieren wir mit der Inneneinrichtung. Das kombinieren wir einfach frech mit der Inneneinrichtung. So, das ist unser neues Zuhause. Wunderbar. Ich bin happy. Hat ja auch nur ewig gedauert. Lol. Die Inneneinrichtung, also die ganzen Fackeln und hier hinten noch Tische und draußen noch Tische und oben noch Sachen und was weiß ich alles. Das machen wir in der nächsten Folge. Da kombinieren wir einfach eine Baufolge. Das wird eine Brückenbaufolge und eine Inneneinrichtungsbaufolge. Und dafür müssen wir halt ein bisschen Glas pressen. Das heißt, in den nächsten 2-3 Folgen werden wir ein bisschen Glas pressen. Also immer wieder in die Schmiede schmeißen. Die soll das durchmachen, währenddessen wir unterwegs sind. Damit wir die ganzen Glassachen haben, um hier Feuer zu machen. Ich glaube, das ist gut. Gut. Stell ich mich hin? Hier hin. Das ist unsere neue schöne Aussicht. Schön, oder? Gut. Das ist unser Zuhause. Meine Damen und Herren, liken, kommentieren, gerne Feedback da lassen zu der Baufolge. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, ob ihr die Baufolge ganz geguckt habt oder ob ihr geskippt habt und einfach nur schnell schauen wolltet, wie es am Ende aussieht. Einfach gerne Feedback da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.